Willkommen zurück zu einer neuen Folge Kingdom Comes Deliverance. Aus irgendeinem Grund wollen die hier alle, die Fleischer alle Fleisch haben. Ratai, Dasau, wo wir gerade sind, und was war das? Ledetschko. Ja. No. Und hier, das könnte so eine Art Folgequest sein. Wir gehen jetzt mal hier Wildschwein jagen. Anscheinend gibt es hier nämlich Wildschweine. Das ist mir gar nicht aufgefallen bisher. Aber hier soll es Wildschweine geben. Na, da suchen wir doch mal. Nach Schweinchen. Okay, da haben wir schon mal die Sauenkuhle. Also ich gehe davon aus, dass jetzt hier irgendwo Wildschweine sind. Weil da ist die Sauenkuhle. Oh, nee, das sind nur Steine, ne? Okay. Ich dachte erst, das wären hier irgendwie Wildschweine, die hier rumliegen, aber ich kann natürlich auch sein, dass ich hier gar keine Wildschweine finde gerade. Hä? Ja, Hund? Oh, da. Da ist was. Eine alte Hütte. Ja, ich sehe es. Wo bist denn du? Wo bellst denn du jetzt genau? Oh, da ist eine Höhle. Weiß man hier zum. Hast du gut gemacht, hast du gut gemacht. Hier. So. Rehinnereien. Okay. Hier ist noch mehr. Was ist jetzt mein Hund? Und? Wo bist du? Da bist du. Jetzt gucken wir doch mal, was. Wir haben jetzt. Okay, die taugen nichts. Die taugen nichts. So, Bogen wieder raus. Vielleicht, wie gesagt, wenn wir jetzt hier kein Wildschwein finden, dann ist es so. Ich hoffe immer noch, dass wir hier ein Wildschwein finden. Weil dann können wir die Quest direkt abgeben gehen. Ja, Wildschwein. Wildschwein, ne? Haben die mich jetzt entdeckt? Ich glaube ja, ne? Na toll, Hund. Du hast das Wildschwein verschreckt. Das war daneben? Das war in den Hintern.
Okay, 40 will er haben. Haben wir. Ja. Wir haben durch Zufall ein Wildschwein herumliegen sehen. Ja. Na? Ganz zufälligerweise. Wo war er denn? Da. Ich habe... Wo bist du da hinten? Ich habe durch Zufall ein Wildschwein im Wald rumliegen sehen. Ich habe es dir mitgebracht. So, ich hab... Lass mich... sieht gut aus. Hier hast du was für die Mühe. Hätte noch was. Die Frau vom Rüstschmied will Hasenklein für die Suppe. Hab versucht, ihr Gänsegedärme unterzujubeln, aber die lässt sich nicht lumpen. Sie will kleine Hasen für die... Hasenklein. Aha. Alles Gute. Also Ruf verbessert, Ruf verschlechtert. Ich versch... Okay. Wir müssen wieso nach Ledetschko? Vielleicht will der ja auch Wildschwein haben. Wäre zumindest schön, dann müssen wir nicht alles hier, ne? Und? Ich überlege gerade. Ne, wir wollten ja erstmal zum... Ja. Wir wollten doch erstmal zum Müller das Rezept abgeben. Das tun wir auch so gleich. Hm. Ja, wenn die Banditen wieder da sind, holen wir uns die? Überleg grad. Ich überleg grad, ob wir uns die Banditen nochmal holen, falls sie da sind. Geld braucht man nun nicht wirklich mehr. Würde halt, wie gesagt, diese Quest halt gerade hier mit dem Fleisch, auf der einen Seite Ruf verbessert, auf der anderen Seite Ruf verschlechtert. Das sieht auf jeden Fall noch leer aus. Was konnte ich jetzt so auf die Schnelle nicht erkennen? Aber ja, wie gesagt, wir brauchen kein Geld mehr. Wir müssen dann mal gucken. Was ist los? Was denn? Was ist los? Ha? Was hast du für ein Problem? Du hast einen Wildgarten gefunden. Nice. Minze. Ja, mein Guter. Ich glaube auch, die Kräuterkunde haben wir noch nicht auf Max, ne? Beinwell. War hier sonst noch was? Nö, das war's, ne? Danke dir. Du bist ein Schatzi. So. Ja. Also sobald man Hund auf... Hallo? Hoch hat und auf Suchen, das ist ja genial. Muss man jetzt einfach mal so sagen. Er weist dann immer wieder darauf hin, dass da irgendwas ist. Was ist los? Was denn? Hast du jetzt so gebellt, weil du Langeweile hattest? Ah, anscheinend schon. Okay. Ja. Also, trotzdem, er weist einen ja trotzdem immer wieder darauf hin. Ja, ja. Schön, Hund. Hey, hey, was treibst du? Was ich da treibe? Mit dir reden. Das es treibe ich. Nicht, dass du zu Hier ist das Bierrezept. Genau. Wunderbar. Und Rezepti. Das war's schon? Hast du einen lohnenswerten Auftrag? Es lohnt sich eher für mich, aber du kannst gern mitmachen. Okay. Der Schuster in Sasau hat ein paar schöne Stiefel für die hohen Herren gefertigt und soll sie mit Sporen versehen. Die Sporen will ich haben.
Würde der Schuster denn nicht Ärger bekommen, wenn die Sporen weg sind? Und ist das unser Problem? Wohl kaum, oder? Bald gehören sie dir. Verlass dich drauf. Lass dich nicht erwischen. Okay, der Schuster in Sasa. Das würde ja bedeuten... Da. Die Frage ist, wir kommen am Tag, glaube ich, nicht rein. Das bedeutet, wir gehen jetzt trotzdem erstmal nach Leditschko. Hallo? So, weil wir zu voll sind wieder mal. Wir haben nämlich noch ein bisschen Wildschwein dabei. Die Frage, also ich frage mich gerade, ob das so eine Art Dauer... Tod am Wegesrand. Ach, nö. Oh. Aber kein weiterer. Was hast du vor, Wilderer? Wovon zum Teufel sprichst du? Du hast den Kadaver zerteilt. Ja und? Was dagegen? Ich wollte nachsehen, ob ich vielleicht noch helfen kann. Aha. Und? Konntest du? Da war leider nichts mehr zu machen. Also gut. Ich denke, du bist doch nicht der Schuldige. Gut, dass du es einsiehst. Wer bist du überhaupt? Und was genau hast du hier eigentlich gemacht? Worauf willst du hinaus? Ich werde dich melden. Man wird mir Gehör schenken. Du kannst ehrlichen Leuten nicht einfach irgendetwas unterstellen. Ich gehe in die Stadt, um das zu melden. Wirst sehen. Wer bist denn du? Ja. Ein Händler. Bist du blind in Gottes Namen? Ja. Wir wollten jetzt eigentlich nach Leditschko, ne? Oh, guck mal, es ist schon am frühen Abend. So, wo in Leditschko war denn der über uns? Ja. Über uns war der Wusthändler da. Drau, rau. Entschuldigung. Halt. Du nicht. Ladenwache. Metzger. Mit dir hatte ich noch nicht das Vergnügen. Auch nicht. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Also eigentlich dieser Metzger hier. Aber er will nicht. Dann verkaufen wir ihm das. Ich bräuchte noch ganz schön Innereien, ne? Wie viel brauchen wir noch? Wir brauchen noch 5-mal Innereien. Hast du zufälliger Innereien dabei? Nein, hast du nicht. Okay. Dann. Holen wir noch das. Warte mal kurz, ich habe da noch was. Ich würde dir auch noch ein bisschen Wild verkaufen wollen. Das bringt sogar richtig Geld, ne? Jo. Danke dir. So, waschen wir uns.
Okay, das scheint so, dass das auch wieder so eine Questreihe ist, die man überall annehmen kann. Große Mengen an Rohstoff und andere Vorräte sind vonnöten um das Dorf Previslava. Aber was hatte das mit unserem Dorf zu tun? Ruheloser Geist. Ich habe den... Ach so. So, der Schatz. Der Schatz. Angib den Scarlet. Da müssen wir nach Ratai zurück. Aber wir haben ja... Wir sind ja jetzt hier in Ledetschko. Wir müssen ja wieso nach da... Könnten gucken, ob wir hier vielleicht noch Rehe schnell schießen können. Weil wir brauchen. Brauchen noch vier. Ne, fünf. Fünfmal Innereien. Fünfmal Rehinnereien. Und die müssen wir auch erstmal zusammenbekommen, ne? So. Jo. Reiten wir doch einfach mal in einem Kräutergarten vorbei. Warum auch nicht? Steht ja sonst nichts in der Gegend. Aber gut, ich verstehe. Ja klar. Kräuter anbauen. Wenn man sie anbauen kann. Ne, dafür braucht man ja ein gewisses Maß an Verständnis. Also Kräuterkundle. Einbeere. Schon wieder so viel Minze. Na, Köter, was los? Köter, kannst du mir mal nicht immer in den im Weg rennen? Ist zwar lieb von dir. Auf eine gewisse Art und Weise. Aber du rennst mir manchmal ein bisschen zu sehr in die Quere. Ui, hallo? Kann doch nicht so schwer sein hier. Über so einen Mini-Zaun zu springen. Ja. So. Die Rehinnereien. Die Rehinnereien werden ja auch mit der Zeit schlecht, deswegen müssen wir uns beeilen. Oh, warte mal. Hund? Bleib stehen. Lass uns ja. Hase. Nee, nicht Hase. Was? Sehr schön, Nummer Uno. Danke dir. Zweimal, sehr schön. Ich weiß, hier hinten waren noch welche. Ja, los, komm. Komm mit. Irgendwo hier, nach hier hinten sind noch welche gerannt. Hab's genau gesehen. Nur wo? Ja, Köder, wir suchen. Also hier müsste es noch mindestens zwei geben. Wir haben sie gesehen. Ich habe ganz vergessen, dass er... Ah, hier ist noch ein Hase. Bist du immer noch auf Jagen? Bin mir gar nicht da. Ja. Yeah. Herr ja, vom Pferd muss ich noch üben. Nicht erwischt.
Nein, der Baum. Lass den Hasen, ich will... Ja, schön. Nimm ich auch mit. Ich will die Rehe haben. Wo sind sie hin? Da hinten rennen sie. Wie weit rennen die Rehe denn? So, jetzt habe ich sie komplett aus den Augen verloren, ne? Okay, Rehe sind weg. Rehe sind futschi-butschi. Toll. Wir könnten noch in die Richtung reiten. Und hier könnten ja auch noch Rehe sein. So, also in die Richtung. Ein Hirsch. Aber den lassen wir. Du willst mir jetzt nicht sagen, dass du einen Hirsch jagen gehst, oder? Was hast du jetzt schon wieder hier... Was jagst du da schon wieder? Ein Hasen. Ach, Hundi. Bleib, such erstmal. Wir haben eine neue Hundeflüsterer-Stufe erreicht. Schon Stufe 18. Was kann er denn noch lernen? Okay. Treuer Gefährte. Ja. Wenn in der Nähe Umgebung Gegner aufhalten. Ich würde eher sagen, wir nehmen das hier. Treuer Gefährte. Wer bist du? Die Frage stelle ich mir gerade. Wer er ist? Aber wir haben noch fünfmal. Wir haben Reh. Fünfmal Reh innereien schon. Von acht. Was sagt man dazu? Das Sch- Hey, wer ist da? Oh, das sind ja zwei Hunde. Hallo? Hunde sind zum Heulen. Ehrlich, Hunde? Hunde kosten so viel. Also die knallen einen die komplette Energie weg. Und wo kommen jetzt die Banditen auf einmal her? Also. Das ist ein Hund. Das ist der andere, der war hier, ne? Also wirklich. Wo kommen auf einmal Banditen her? Guck mal, ob hier ein Banditenlager ist. Das ist das Einzige, was ich mir gerade vorstellen kann. Hallo? Ja? Du hast was? Wo denn? Oh, hier! Zeit am falschen Ort. Jesus! Nein. Du bist ein Bandit, nicht Jesus. Ich bin nicht Jesus. Ich wäre es gerne. Ja, Hund, ich hab's verstanden. Danke dir. Ein kleines Banditenlager entdeckt.
Auch interessant. Dum, 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 dum. Stimmt, man könnte natürlich vorübergehend die Rehinnereien irgendjemand verkaufen, um sie dann direkt wieder zu kaufen, ne? So, hier sind schon mal Bienenstöcke. Aber wir suchen die Rehe. Die müssen auf der anderen Seite sein, okay? Irgendwo da hinten. Also hier, oder was? Seid mir nicht darin wirklich ein Reh auf der Straße rum. Halt, kurz Klamotten ablegen. Also ins Pferd. Weil wir sonst nicht, glaube ich, spurten können. Oh, wir haben wieder leise Treter. Sehr schön. 4 Dolche. Nein. Nein. Immer die falsche... Boah. Nicht die falsche Taste drücken. Dich ziehen wir an. Ich kann mir das mal wegpacken. Dich ziehen wir an. Wegpacken, wegpacken. Hier, Hunde. Malz. Der Rest muss soweit... Warum sind die immer noch so voll? Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das wirklich daran... Achso, okay, ja. Gut. Das ist natürlich auch... Ja, 200 Minze. Natürlich. So. Das wiegt natürlich ein bisschen was. Escape. Auch das wiegt alles ein wenig. Okay. Ja, noch einmal. Okay, mein Hund ist jetzt müde. Jetzt muss ich anscheinend jagen. Hängst du da fest? Kann das sein? Nein, oder? Weil das Ding mir den Hintern zeigt. Oh. Wie dumm kann man sein, auf die Entfernung nicht zu treffen? Das ist jetzt gerade ein Witz, oder? Geh da mal bitte aus dem Weg. Hund, geh aus dem Weg. Das ist ein Witz, oder? Jetzt setze ich meinen Hund auch noch genau ans Reh. So. Dann haben wir jetzt, glaube ich, die Innereien zusammen. Gehen wir rein. Dann können wir nämlich direkt nach Tallenberg. Nee. Das sind 7. Warum nur Rehtiere? Aber ich habe. Kann ich nicht zählen? 1, 2. Und hier. Mach doch 8. Das ist. Also ich kann es gerade nicht ganz nachvollziehen. Mein Hund ist gerade müde. Okay, verstehe ich. Ich habe deinen Fuß getroffen. Da bin ich mir sicher, dass ich nur den Fuß getroffen habe. So. Ah.
So, jetzt haben wir aber genug, oder? Was denn jetzt? Ach, neue Stufe im Jagen. Okay. Nicht meine Absicht, aber okay. Das bedeutet, ab nach Tallenberg. Tallenberg ist nicht so weit, aber ich glaube, wir müssten ein wenig Reh wegpacken. Dann hoffen wir, dass wir den Kämmerer noch erwischen. Dum, 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 dum. Ob er schon schläft. Eventuell haben wir Glück. Der ist gerade erst schlafen gegangen. Wie gesagt, manchmal frage ich mich, was ist, wenn ich hier alle Wachen ausschalte. Weil es gibt ja benahmte Wachen. Muss man jetzt auch mal so sagen. Ne? Es gibt ja wirklich benahmte Wachen, wo man wirklich sagen kann, jo, so dich mal weg und dich dahin. Du bist also da. Ich gehe davon aus, dass du in deiner Kammer bist. Wenn ich hier nicht sein darf, ich will mit dir reden. Oh, hab ich dich wach gemacht? Hallo? Ja, hier. Nee, ich will mit dir reden. Was machst du denn jetzt die Tür zu? Hallo? Ich spamme eh. Du willst mich gerade veröppeln, oder? Oh. Grüß dich, werter Herr Ritter. Wild übergehen. Oh. Also, irgendwie. Hm. Hier, deine Belohnung. Danke, danke. Ich habe noch einen anderen Auftrag. Herrn Divisch verlangt es nach Wildschweingulasch. Kannst du helfen? Sicherlich. Mach's gut. Wir haben das ganze Wildschwein verkauft, ne? Aber das macht nichts aus. Wir können ja wieder zurück nach Ledeczko, das schnell kaufen, das, was wir dabei haben, verkaufen und dann passt das. So, wir gehen mal ganz kurz hier schlafen. Und ich sehe gerade die Uhr. Daher werde ich schlafen gehen und dann sehen wir uns morgen wieder. Daher danke fürs Zusehen und tschüttelü. Schmeiß ich dich aus dem Bett, du Schlafmütze. Hast du gehört? Lege es lieber nicht darauf an.